Der Gottesdienst war wirklich bewegend. Ich hatte einen sehr guten Spot, also ich saß wirklich in der ersten Reihe. Ich konnte so viel miterleben, so viel sehen. Ich konnte auch dann beim zweiten Mal auf der Bühne neben der Marienstatue knien. Und er hat mich wirklich gedanklich sehr, sehr, sehr mitgenommen. Der ist ein unheimlicher Andrang. Und wenn ich daran denke, dass insgesamt 350 Jugendliche aus Berlin hier zum Weltjugendtag kommen, kann ich auch nicht sagen, das sei alles so wenig. Dass so viele Menschen sehr ernsthaft und sehr tief an Gott glauben. Das ist für uns ja gerade in Berlin eine Selbstverständlichkeit. Also ich habe hier schon so gute Gespräche geführt, wo Auseinandersetzungen, auch intellektuelle Auseinandersetzungen gegeben ist. Fatima ist für mich wieder ein Ort gewesen, an dem es trotz der sehr, sehr vielen Menschen, die hier hinströmen und die ich auch in diesen Stunden erlebt habe, ein Ort der Besinnung, der Ruhe ist. Im Grunde ist es die gleiche Botschaft, die dieser Weltjugendtag hat. Da hörten welche auf dieses Wort, hörten. Sie machten sich auf den Weg, eilten hin. Dass so viele mit solch einer Begeisterung gekommen sind und so vielen der Glaube am Herzen liegt und Gott am Herzen liegt, das ist für mich, gerade wenn man aus dem säkularen Berlin kommt, ein wirkliches Wunder.